Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute in dieses Video hineinzuschauen. Mein Name ist Marika Kadim. Ich bin diplomierte Sportmentaltrainerin, diplomierte Mentaltrainerin und übe meine Berufung mit Leidenschaft aus. Das heißt, ich werde dir immer wieder erzählen, wie toll Mentaltraining ist, wie du deine Performance verbessern kannst, Leistungssteigerung haben kannst und dein Mindset verbessern kannst. Ja, aber vielleicht ist es für dich einmal interessanter zu hören, was denn ein Profisportler dazu sagt. Und da freue ich mich heute wirklich ganz besonders, dass der Eishockey-Goalie David Kickert sich bereit erklärt hat, einige Fragen zum Mentaltraining zu beantworten und dir auch seine Erlebnisse zu berichten, die er mit Mentaltraining hat und hatte. Viel Spaß dabei! Hallo, mein Name ist David Kickert. Ich bin Profi-Eishockey-Goalie in der obersten österreichischen Spielklasse und fürs Nationalteam. Vor 2 Jahren, also am Anfang von der vorletzten Saison, habe ich mich dazu entschieden, mit der Marika das Mentaltraining anzufangen. Ich habe davor nie wirklich konsequentes Mentaltraining gemacht und ich habe gespürt, vom physischen her, von den Skills am Eis, dass ich mein Potenzial irgendwie nicht ganz ausgeschöpft habe, weil meistens der Kopf im Weg war. Also im Training habe ich das nie wirklich gemerkt, aber dann bei den Spielen war immer oder häufig eine gewisse Nervosität, eine Unsicherheit und auch nach Setbacks war es schwieriger, wieder in den richtigen Rhythmus zu kommen. Also es waren all diese kleinen Baustellen bei mir vorhanden und dann habe ich mir einfach gedacht, ja, probieren wir das einmal, wenn es nicht funktioniert, auch kein großes Thema, dann schaue ich einfach so weiter. Aber wir haben sofort im Juli vor der Saison angefangen mit Gesprächen, Einzelgesprächen, haben uns einmal besser kennengelernt und sie hat meine, sage ich jetzt mal, inneren Gedanken ein bisschen besser zu verstehen versucht und ja, so hat das Ganze angefangen. Beim Mentaltraining ist es wie bei allen Formen von Training. Am Anfang fällt es überhaupt nicht leicht, das regelmäßig zu machen und da konsequent zu bleiben. Und vielleicht sogar noch schwieriger als beim physischen Training, sage ich jetzt einmal, weil das Mentaltraining eben noch nicht so verbreitet ist, selbst im Spitzensport. Und mir ist es nicht leicht gefallen, solche Sachen zu machen und konsequent zu machen, wie Gedanken wahrnehmen, bewusst wahrnehmen und diese Gedanken nicht zu beurteilen, sondern einfach wahrzunehmen und vorbei fließen zu lassen sozusagen. Also am Anfang war es sicher nicht leicht, aber mit der Zeit, mit der Gewohnheit wird es immer leichter, so wie bei allen Sachen. Es hat schon oft Zeiten gegeben und die gibt es immer noch und wird es wahrscheinlich immer geben, wo ich mir denke, was ist das für ein Blödsinn, was mir die Marika da vorschlägt oder warum zum Teufel sollte ich das machen. Wenn sie mir ein Tool oder eine Technik vorschlägt. Und es ist schon so, dass nicht jede Technik für jeden passt. Also wir haben schon viel ausarbeiten müssen, was für mich persönlich passt und was ich überhaupt nicht machen würde. Aber es war schon so, dass es ein paar Sachen gegeben hat,
wo ich mir am Anfang gedacht habe, das könnte man nie vorstellen. Und jetzt mache ich es täglich. Wie zum Beispiel die Morgen- und Abendroutinen festlegen. Also die sind ganz wichtig für mich und ja, bilden eigentlich die Grundsteine für meinen Tag, wie zum Beispiel so etwas Komisches oder Einfaches wie beim Zähneputzen Gleichgewichtsübungen machen, obwohl ich überhaupt kein Morgenmensch bin. Aber danach fühle ich mich einfach viel frischer und ja, mehr bereit, in den Tag zu starten. Oder am Abend vorm Schlafen gehen, ein Tagebuch zu haben. Nicht jetzt im klassischen Sinn, sondern einfach Gedanken aufzuschreiben, was am Tag passiert ist, was man für besondere Erlebnisse gehabt hat oder Gedanken, um die einfach loszuwerden und dann besser einschlafen zu können. Einer der wichtigsten Bereiche für mich persönlich im Mentaltraining ist die Regeneration und die Übungen, die ich dafür mache. Vor allem während der Saison bin ich ein großer Fan von Mittagsschlaf, von Naps, nicht nur an Spieltagen, aber an Spieltagen immer. Und da ist es mir früher nicht so leicht gefallen, durch Anspannung, Nervosität, einen ruhigen Schlaf zu haben und genug Entspannung zu finden. Und mit den Tools, die wir jetzt gemeinsam ausgearbeitet haben, fällt mir das überhaupt nicht mehr schwer. Also ich schlafe wie ein Baby. Und das merkt man dann natürlich auch später am Tag, oder am Abend beim Spiel. Natürlich ist das Mentaltraining am wichtigsten, wenn es Zeit ist zu performen, also bei den Spielen. Deswegen trainiere ich auch die ganze Saison lang an meiner mentalen Stärke, aber auch im Sommer, denn es ist genauso wie das Krafttraining oder wie das Eistraining in der Offseason. Wenn man das zu lange vernachlässigt, dann lässt natürlich die Stärke nach. Also es ist schon etwas, was man regelmäßig und konsequent verfolgen sollte. Für alle Nachwuchsgoalies oder Sportler generell kann ich nur sagen, ich würde Mentaltraining auf jeden Fall weiterempfehlen. Vor allem, wenn man das Ziel hat, professionell seinen Sport zu verfolgen, weil es einfach eine extra Ebene dann gibt, die man erreichen kann. Und ich glaube, es kann nur positiv sein, sich da schlau zu machen. Das heißt jetzt nicht, dass man sich einen Mentaltrainer unbedingt zulegen muss, aber ich finde schon, zumindest bewusst werden, was Mentaltraining bewirken kann, hat schon riesen Auswirkungen auf die Leistung, die man dann bringen kann. Und ich meine, ich bin jetzt 26, ich habe mit 24 habe ich erst mit Mentaltraining angefangen. Da habe ich schon 6 Jahre professionell Eishockey gespielt. Also ich bin eigentlich sehr spät dran. Aber ich kenne auch Sportler natürlich, die noch nie Mentaltraining gemacht haben. Also man ist auf keinen Fall zu alt oder zu jung, damit anzufangen. Und ich würde jedem empfehlen, einfach alles einmal auszuprobieren. Und dann merkt man eh, ob es einen positiven Einfluss hat oder gar keinen. Mir hat das Mentaltraining extrem weitergeholfen. Ich finde, dass ich jetzt Rückschläge viel besser wegstecke. Es kommt schon noch vor, dass ich nervös werde oder einen schlechten Tag habe oder angefressen bin. Aber ich weiß jetzt, wie man mit solchen Situationen umgeht. Und meine Leistungen sind dadurch viel konstanter geworden. Mir persönlich eben bringt das Mentaltraining sehr viel und ich kann es nur jedem weiterempfehlen. Ja, danke, lieber David.
dass du uns von deinen Erfahrungen erzählt hast. Mir bleibt da nicht mehr sehr viel zu sagen. Das Einzige, was ich sagen möchte, ist, Mentaltraining heißt nicht, dass du nie wieder fallen wirst. Es ist einfach ein Sicherheitsnetz, das dich auffängt, damit du nicht zu tief fällst. Und ich bin dazu da, dieses Sicherheitsnetz aufzuspannen und für dich zu halten. In diesem Sinne, dream big, set goals and take action. Einen schönen Tag wünsche ich dir.